Wie kann man eine Gleichung mit zwei Unbekannten lösen? Erstmal die Aufgabe. Wir haben ein rechteckiges Grundstück, welches einen Umfang von 200 Meter hat. Und wir haben ein anderes Grundstück mit der gleichen Fläche, wo die eine Seite 20 Meter kürzer und die andere Seite 30 Meter länger ist. Jetzt wollen wir von beiden Grundstücken die Fläche und die jeweiligen Seitenlängen wissen. Schreiben wir erstmal auf, was alles gegeben ist. Wir wissen, dass der Umfang des ersten Grundstückes 200 Meter ist. Und wir wissen, dass die Fläche beider Grundstücke gleich sind. Und wir haben die Standardformeln für Umfang und Fläche. Für das erste Grundstück ist der Umfang 2a plus 2b gleich 200. Die Fläche ist a mal b. Die kennen wir aber noch nicht. Für das zweite Grundstück haben wir die gleichen Formeln. Hier ziehen wir aber bei a 20 Meter ab und bei b müssen wir 30 Meter addieren. Das kommt dabei raus. Für a und b könnt ihr auch x und y nehmen. Das ist mir egal. Ich merke mir mal die wichtigsten Gegebenheiten hier rechts oben. Hier verwenden wir das Einsetzungsverfahren. Wir lösen nach einer Variablen auf und setzen sie dann in die Gleichungen ein. Und jetzt mal im Einzelnen. Bei der uns bekannten Formel dividieren wir erst auf beiden Seiten mit 2 und dann subtrahieren wir auf beiden Seiten b. So erhalten wir a gleich 100 minus b. Jetzt können wir in der ersten Flächenformel a ersetzen. Dann erhalten wir Fläche 1 gleich 100 minus b in Klammern mal b. Das gleiche wenden wir jetzt auch auf die zweite Flächenformel an. Hier können wir dann auch gleich 100 minus 20 zusammenfassen. Dann erhalten wir für f2 gleich 80 minus b in Klammern mal b plus 30 in Klammern. Wenn wir die Formeln jetzt ausklammern, haben wir es noch einfacher. Bei der ersten Formel ist es ganz einfach. 100 mal b und minus b mal b. Dann erhalten wir f1 gleich 100b minus b². Bei der zweiten Formel ist es ein wenig mehr. 80 mal b, 80 mal 30, minus b mal b und minus b mal 30. Dann können wir noch 80b minus 30b zusammenfassen und erhalten f2 gleich 50b plus 2400 minus b². Da wir wissen, dass beide Grundstücke gleich groß sind, können wir jetzt mit dem Gleichsetzungsverfahren arbeiten. f1 ist gleich f2. Also ist 100b minus b² gleich 50b plus 2400 minus b². Jetzt können wir auf beiden Seiten minus b² eliminieren. Anschließend können wir auf beiden Seiten 50b subtrahieren. Wenn wir jetzt noch durch 50 dividieren, erhalten wir das Ergebnis b gleich 48. Also ist die zweite Seite des ersten Grundstücks 48 Meter lang. Jetzt können wir die berechnete Seite b in die Formel a gleich 100 minus b einsetzen. 100 minus 48 ist gleich 52. Somit ist also die erste Seite des ersten Grundstücks 52 Meter lang. Jetzt können wir alles berechnen und überprüfen. In die Formel für den Umfang des ersten Grundstücks setzen wir die 52 Meter und die 48 Meter ein und erhalten 200 Meter. Die Fläche des ersten Grundstücks sind 52 Meter mal 48 Meter, also 2496 Quadratmeter. Wenn wir die Werte in die Flächenberechnung des zweiten Grundstücks einsetzen, erhalten wir dann 32 Meter mal 78 Meter, sind auch 2496 Quadratmeter. Bei der Überprüfung sehen wir dann, dass der Umfang des ersten Grundstücks 200 Meter ist und dass beide Flächen gleich sind. Also ist die Aufgabe gelöst. Jetzt rechnen wir noch den Umfang des zweiten Grundstücks aus. Es ist zwar nicht wichtig, aber es zeigt uns, dass wenn sich einer dafür entscheidet, 20 Meter mehr Zaun benötigt. Wir hatten also 4 Vorgaben und konnten alles andere damit berechnen. Wem das so schnell ging, der kann sich das Video nochmal anschauen und an den passenden Stellen Pause drücken. Oder das PDF downloaden, das ich unten in der Infobox verlinkt habe. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da. Und wenn ihr mehr wissen wollt, abonniert den Kanal und drückt das Glöckchen.